Hallo, herzlich willkommen. Ihr wisst, was passiert, wenn ich hier stehe. Es kommt das Format von mir solo, wo wir Essen bestellen und es gibt ganz viele Klicks. Also wenn ihr neu dabei seid, lasst doch ein Abo da. Wäre sinnvoll, weil wir machen das jetzt gerne noch mal ein bisschen, weil wir bringen echt viele Klicks. Aber Leute, wir haben uns hier wieder eingefunden. Wir haben jetzt im schlechtesten Restaurant von Köln bestellt. Wir haben im angeblich besten Restaurant von Köln bestellt, was auch so ein bisschen zwielicht war. Heute wagen wir mal uns an eine Kategorie, wo ich sagen würde, das ist mein Favorite. Das ist was, was ich sehr gern mag. Das ist Pizza. Und eine Pizzeria, Italiener. Und da bestellen wir auch was für Joanna und für Ilja. Wir sind ja viel, das heißt, wir können einen guten Rundumschlag machen und mal ein bisschen gucken. Und heute nehmen wir uns mal die schlechteste Pizzeria vor. Das heißt für mich, Bewertung hier, ein Stern, Lieferkosten, ja, ist mir alles egal. Wir haben 73 Stück und ich habe mir hier gerade eben schon was rausgesucht. Wir haben natürlich, wir müssen jetzt aufpassen mit Namen, deswegen können wir es gerade nicht zeigen. Oh mein Gott, aber ich hatte gerade eben was gefunden, was wirklich mit Abstand die schlechtesten Bewertungen hat und gerade auf. Weil das hat nur anderthalb Sterne. Und ich würde mal sagen, bevor wir in die Sachen gucken, gucken wir mal ganz kurz in die Bewertung. Wir haben hier einmal von Schmidt, von Schmidti, der hier gerade schön. Gegen alle negativen Kommentare habe ich trotzdem Essen bestellt und muss sagen, das Essen war tipptopp perfekt. Und was ich mir gewünscht habe, Lieferung war sehr schnell. Mhm. Können wir schon mal drauf gucken, ob Lieferung schnell ist, weil bei dem anderen war der Lieferant ja auch sehr nett. Der war wirklich sehr nett. Der war wirklich. Aber der war wirklich sehr nett. Sehr nett. Das ist das Beste, wenn jemand anonym ohne einen Kommentar schon einfach schlechte Bewertungen da lässt, dann weißt du, da hat jemand nicht mal mehr Bock, was zu schreiben. Das sind die gefährlichsten. Ja. So, anonym, Dienstag, 16. Juli, ist gar nicht so lange her. Die schlechteste Pizza weit und breit. Der Boden war gefühlt eine Mischung aus Beton und Gummi. Okay, Gönnung. Lecker. Essen ein Stern, Dings ein Stern. Das Essen war anders. Shit. So eine starke. Das ist so richtig, du weißt, wie wütend jemand ist. Das Essen war anders. Shit. Okay. Die Burger waren schmalig und für die Qualität viel zu teuer. Also wir bestellen auf jeden Fall einen Burger. Die Pommes waren ekelhaft. Oh Gott, ich habe so auf mein Display gespuckt gerade. Zum Glück seht ihr das nicht in der Bildschirmübertragung. Ich bin bei Schmandig, glaube ich. War sein Mund zusammen. Nicht mal ein gratis Getränk, wenn man für 35 Euro bestellt. Das verstehe ich nicht, warum man sich beschwert, dass man bei 35 Euro kein gratis Getränk kriegt. Das kriegt man doch voll selten. Ja, also ich kenne ein paar, die das machen, die bringen einem dann so eine Cola oder so einfach mit, weil die sagen, ja, lohnt sich dann. Aber das mangelt ja man ja nicht an, aber das nicht das so Ding ist hier immer, das, was in Kursiv gedruckt ist, sind die Antworten der Restaurants. Und die haben zurückgeschrieben, die Bestellung wurde an einem Sonntag getätigt, daher kann es aufgrund der großen Nachfrage die Lieferung etwas länger dauern. Das machen die von Lieferheld immer, damit die Leute reflektiert bewerten, weil voll viele sind ja sonntags einfach in so einem krassen Ich dachte, das ist eine Antwort. Nee, das ist ja, aber er hat ja nicht mal was zur Lieferzeit geschrieben. Ja. Also die Lieferung war auch ein Stern, aber das ging ja hauptsächlich, ich meine, das Essen war anders shit. Ist schon ein Kommentar. Wirklich super schlecht. Bestellung kam nachts viel zu spät, in Klammern erst nach anderthalb Stunden. Extra Zutaten waren nicht dabei, obwohl bezahlt. Okay. Der Klassiker. Und Pizza hätte ich selber nicht schlechter machen können. Also lieber gar nicht bestellen als hier. Keine Lieferung erhalten nach 2 Stunden. App sagt, Lieferant war da. Sehr schlechter Service. Essen zu spät und ungenießbar. Aioli mit einer Art Schimmel und Kräuterbücher nicht mehr frisch. Sie haben dann auch nicht mehr getraut, den Rest zu essen. Leider nicht weiter zu empfehlen. Alter, ey. Leider muss ich diesen Lieferdienst schlecht bewerten. Die Pizza wurde 2 Stunden nach der Bestellung geliefert. Es fehlte leider die Extrazutaten. Ey. Als ob die nicht die Extrazutaten mitliefern. Das ist voll oft schon passiert. The fuck, ey. Aber bei voll vielen. Leider kam das Essen wesentlich zu spät, aber war anders shit. Die Penne Napoli waren nur noch lauwarm. Ja, okay, das ist für mich dann nicht. Schade, dass man hier keinen negativen Stern vergeben hat. Die Pizza war bei der Lieferung schon fast kalt und haben alle gleich geschmeckt. Nämlich nach Knoblauch. Das finde ich ja persönlich schon mal ganz gut. Lieferung 120 Minuten. Also es ist gut, dass wir, glaube ich, so früh bestellen. Wir haben natürlich beliebte Gerichte, ist die Pizza Margherita. Wir haben Salate, Pizza, Pizzabrötchen, Pasta, Pasta al Forno, Burger, Schnitzelgerichte. Und da ist der Italiener schon wieder raus. Sind Schnitzelgerichte, Fingerfood. Ja, okay, aber sie vergreifen sich dann nur noch an Schnitzeln. Ja. Was kann man dir denn Gutes tun, Joanna? Sollen wir mal bei Burgern gucken, ob es einen Veggie gibt? Also ich finde, man kann am besten eine Pizzeria testen an einer klassischen Margherita. Es gibt einen Veggie-Burger. Es gibt einen Veggie-Burger. Dann bestell den mal für Ilja, ob der will oder nicht. Ja, Ilja kriegt Veggie-Burger. Und dann müssen wir aber noch eine Margherita bestellen, weil
Anders kann man einen Lieferdienst nicht vernünftig testen. Und aber bitte scharf und mit Knoblauch, weil es ist mega wichtig, dass wenn man das dazu schreibt, man das Pizza auch Margarita, machen wir mal 32 cm mit Knoblauch und mit scharf. Ja, mach mal lieber eine kleine, bevor die richtig scheiße ist, oder? Das ist die kleine. Oh, was? 32 cm. Ja. So, okay, das ist deine. Wir haben mit scharf und Knoblauch. Ich werde mir jetzt auch eine Margarita bestellen, aber ich mach mal mit Pizzasoße extra, Pizzadips, mit einem schönen Pizzadip. Ich guck mal, dass ich da Champignons noch drauf mache und Fleisch bei einem Restaurant, wo Schimmel ist, würde ich mich jetzt mal nicht direkt trauen. Vielleicht noch irgendwie, ich mach mal Champignons und Zwiebeln. Okay. Wenn dann asozial, weil das sind auch zwei extra Zutaten. Mhm. Und wir haben den Burger, das heißt, wir können potenziell alles testen. Normalerweise habe ich auch immer noch ein Dessert dazu bestellt. Guck mal, was die haben hier. Mein Tiramisu oder ein Nutella-Wrap. Also Nutella-Wrap, muss ich sagen, intriguing, ne? Sollen wir mal gucken, beide bestellen? Meinst du? Ja. Nee? Ja, also dann wissen wir, was ist. Tiramisu ist nämlich genau wie eine Margarita, da kannst du genau bewerten, ja, okay, wie es ist. Und Nutella-Wrap finde ich einfach nur interessant, was sie da bringen, weil da habe ich wirklich keine Ahnung von. Okay, wir sind bei 30 Euro, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. 15.39 Uhr ist es jetzt. Gucken, wie lange es am Ende dauert, bis es kommt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Essen da ist. Wir sind da. Hi, was geht? Lieferfahrer, sehr nett, sagst du, ne? War sehr nett. Ja, wirklich, er war nicht so nett wie beim letzten Mal, der Fahrer, aber schon durchaus nett. Es ist jetzt 19.32 Uhr. ich schätze mal, das hier ist der... Das ist Tiramisu. Das ist Tiramisu natürlich, was auf alles Warme gestellt wird, typisch. Das habe ich gemacht. Das hier ist höchstwahrscheinlich der Nutella-Wrap. Ich habe übrigens einen Nutella. Ja, sieht jetzt nicht so scheiße aus. Ich lass mal das mal hier. Das ist dein sehr schwerer Veggie-Burger. Wahrscheinlich Pommesball. Warte, gucken wir mal kurz rein hier. Das ist ein Pommesball. Was zur Hölle? Alter! Das ist ein Monster. Da hat aber jemand gut gemeint. Boah, da können wir. Boah, Alter, was ist das denn für ein Pommesball? Ich will mal kurz. Oh mein warum Gott. Warum packen wir genau die gleiche Pommes an? Sind wir zusammen jetzt? Das ist deine Pommes. Tim und Schruppi? Nee. Tim und Schruppi. So ein Pädophil an dem Wohnzimmer, Alter! Tim und Struppi, Alter, sitzt da einer. Komm, kleiner Struppi, iss mal deine Bolognese. Also, die sehen schon fantastisch aus. Ja, gut, aber in den Verpackungen ist das immer labbrig. Ne? Also boah, das ist schon wirklich A, nicht gewürzt, B, absolut krank labbrig. Aber also ich finde, Pommes kann man immer voll mehlig. Sehr labbrig, aber irgendwie auch gut. Aber es geht noch. Echt? Nee. Also. Hatte schon schlimmere Pommes. Ja, du hattest ja auch eine Pizzeria. So, das ist die Margarita-Pizza. Das ist die groß. Die ist wirklich, das war die kleinste, die wir bestellen konnten. Ich habe so immer noch so ein Stück Mehlpommes. Genau an meinem Daumen. Lass meine Mehlpommes in Ruhe. Sorry, tut mir mega leid. So, das ist eine Margarita. Und jetzt werden wir mal gucken, ob sie die Toppings... Hey, sie haben die Toppings nicht vergessen. Oh Mensch. Guck mal, das sieht doch aus. Das sieht ein bisschen aus wie von einem anderen Lieferdienst, den ich mal hatte. Und zwar, keine Namen werden genannt. Auf jeden Fall hatte ich danach so eine krasse Lebensmittelvergiftung, dass ich zwei Tage gekotzt habe. Ich belasse mich dabei, gekotzt habe. Ja, ich würde mal sagen, probieren. Ich habe jetzt hier drauf Champignons und Zwiebeln, weil ich dachte, bei einem sehr schlecht bewerteten Restaurant Fleisch bestellen möchte ich irgendwie nicht mehr nach unserer Chinesen-Offensive da. War das jetzt das schlecht bewertetste oder das bestbewertetste? Das ist die schlecht bewertetste Italiener in ganz Köln. Mit dem O-Ton, das war anders Shit. Die Pizza war anders Shit. Aber ich finde, das sieht ein bisschen teigig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Sieht halt aus wie eine Pizza, keine Ahnung. Es schmeckt halt noch nichts. Es schmeckt wirklich sehr wenig nach nichts. Also da ist Knoblauch und Schaf drauf, ne? Tamara. Bist du. Dann will ich davon was. Ja. Gerne, also nimm gerne mal hier so ein Stück. Also man schmeckt schon was, aber es schmeckt halt ultra nach nichts, so als wäre die. Zwiebeln drauf, toll. Ja, Zwiebeln und Champignon. Was sagt Tamara? Also es schmeckt halt so, als wenn die Würze bei der Soße vergessen wurde. Sind die nicht schlecht? Ja, schlecht ist auch anders, aber es schmeckt halt so, als wäre es... Jetzt der Burger. Der gute Burger, Moment. Das sieht halt aus wie so ein überdimensionierter Mc's Burger. Ich finde, der sieht optisch nicht so schlecht aus. Ja, das sieht super aus.
sehr nach Fleisch. Was? Ist das wirklich Veggie? Das ist Veggie, ja. Das ist ein Veggie-Burger. Guck doch noch mal genau. Guck bitte mal genau hin, nicht, dass wir jetzt gerade... Ich habe original einen Veggie-Burger bestellt. Ja, das sieht nicht aus wie Veggie. Aber das schmeckt auch nicht so. Das ist definitiv... Das schmeckt mega nach... Nicht Veggie, weil so ein gutes Veggie hat doch nicht so... Oder mal kurz ein bisschen. Also so. Das wäre die größte Asozialität ever. Das ist mir schon tausendmal passiert. Also das passiert so oft. Tausendmal. Das passiert wirklich so oft. Das ist Fleisch. Das ist niemals irgendein Veggie-Patty. Als ob die so gute Veggie-Patties haben. Die sind ein schlecht bewerteter Lieferdienst. Gut. Aber das ist so oft schon passiert. Dann haben das ist, wir jetzt das ist Rindfleisch, on cam, wie Ilja Fleisch gegessen hat. Ja. Ja, kannst du ja nichts für klar. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Das finde ich aber eine krasse Nummer. Das sorry. Passiert überall. Aber das ist mir ja. noch nie passiert was beim ist Bestellen. Mir wirklich nicht. Also, das passiert mega oft, ja. Das passiert mir bei den echt? Besten Lieferdiensten okay. immer und immer, immer das wieder. Hier mal eine Margarita. Die sollte scharf und mit Knoblauch sein. Und ich bin ja immer sehr enttäuscht, wenn das dann nicht der Fall ist. Es ist schon ein bisschen gummimäßig, der Boden. Ich habe schon deutlich geilere Pizzen gegessen. Das stimmt, Leute. Und es ist halt süß an der Seite, ist noch sehr teigig. Ja, aber waren die jetzt sehr teuer? Schon so 8 Euro. Aber dafür ich will gar nichts Positives über diesen Lieferdienst die ganze Zeit reinschreien. Also, so schrecklich war es bis dato auch nicht, muss ich sagen, wie ich jetzt erwartet hätte. Das sollte scharf sein. Also hier ist auch scharf. Und Knoblauch. Hier ist auch Veggie, also kannst du gerne auch, wenn du möchtest. Alles Veggie außer der Veggie-Burger. Ich finde, das ist weder noch. Ja? Also, ganz merkwürdiger Moment, muss ich sagen. Finde ich ganz komisch. Ich probiere mich jetzt mal an dem. Joanna hat gesagt, man bewertet einen. Hast du schon ein Stück probiert, Joanna? Nee, noch nicht. Mach mal schnell. Gummiboden, ne? Also der Boden ist schon wirklich... Also ich finde die okay. Ich finde das richtig scheiße. Es schmeckt wirklich gar nicht gut. Es schmeckt gar nicht geil. Also, Guck mal hier. Das ist total zäh. Ich hätte gar keine Lust, die ganze Pizza aufzuhören. Gar nicht. Also Joanna bewertet die Italiener an, dem, an der Margherita-Pizza. Ich bewerte es ganz gerne am Tiramisu. Ich sehe von hier. Ich sehe die Biskuitstäbchen, die einfach hier reingelegt wurden von hier. Guck mal, das ist einfach nur ein Biskuitstäbchen. Und da drunter noch ein. Ja, aber es ist. So macht man das ja auch. Aber es sieht halt aus, als wenn jemand 6 Biskuitstäbchen einfach da reingelegt hat und ein bisschen Vanillecreme drüber geträufelt. Das sieht halt nicht aus. Guck mal, du hast ja halt nicht mal einen Abschnitt. Hier hat wirklich jemand einfach Biskuitstäbchen reingelegt und eine schnelle Dings gemacht. Normalerweise schneidest du das ja aus dem Großen raus, wenn es ein Teil ist. Aber. Das ist der Hammschuh. Schmeckt das gut? Das ist vollkommen okay. Der Wrap. Ja. Das ist der Grund, warum ich... Jetzt gehen wir mal ganz entspannt natürlich zum typischen italienischen Lieferdienst. Wir machen jetzt einfach einen Pizzaboden, schmieren da Nutella rein und dann haben wir einen Nutella-Wrap. Nicht wahr. Das ist halt, das ist finde ich, für jemanden, der so schlecht bewertet ist, finde ich das eine geile Idee. Ja. Ich finde, das ist eine geile Idee. Ja, wir kennen auch Nutella-Pizza. Das ja, auch es gibt auch Nutella-Pizza bei einem Lieferdienst in Köln. Warte mal. Nutella. Das ist klar. Klar. Ja. Warte. Was? Sehr mascarponig. Das für ein Gesicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr salziger Pizzaboden. Das ist auf jeden Fall sehr salzig. Mhm. Oh, ja. Ja. Also es kickt, also es ist halt ein Pizzaboden, der glaube ich einfach nur auf so einem Crepe-Ding gemacht wurde. Hast du einen Crepe aus Pizzateig gemacht? Ich glaube schon. Also es ist halt sehr, sehr wuchtig. Ne? Es ist halt schon ein fetterer Boden als sonst und viel trockener, weil es halt aussieht wie ein Pizzaboden. Also es könnte der gleiche Teig sein, einfach nur mit ein bisschen mehr Milch oder so. Weil es ist halt unfassbar salzig. Also du hast einen richtigen Salzfleisch, wenn du da reinbeißt. Ja, ich finde, das ist so trocken. Es ist ultra trocken durch das Salz. Es ist einfach so ein Salzkick danach. Der Teig ist so trocken. Also die Idee finde ich mega geil. Ja, die Idee ist geil, ja. Wenn der so ein bisschen weicher wäre, der Teig. Also die sieht jetzt nicht so scheiße aus. Das stört mich halt so. Das ist nicht so scheiße aus. Ja, ist okay, aber der Teig ist echt ein bisschen zu dick. Also die Pizza schmeckt schon echt scheiße, würde ich sagen. Also so... Pizza ist kacke, ja. Wirklich keine gute Pizza. Die Pommes sind labberig as fuck. Es hat wirklich lange gedauert. Der Veggie-Burger ist kein Veggie-Burger. Scheiße. Da sind süße Pommes.
Die sind mehlig. Die schmecken nach Tiefkühl. Ja, na klar, aber uff. Ja, aber kennst du das, wenn du die Sachen aus der Gefriere rausholst? Ich habe so Hunger, dass ich davon nicht aufhören kann zu essen gerade. Können wir bitte aufhören, bei schlecht bewerteten Sachen zu stellen? Das ist so deprimierend. Mich macht's auch traurig langsam, aber... Ich finde das voll gut. Ich liebe schlecht bewertete Sachen. Nee, lass lieber die gut bewerteten bewerten. Die Pizza schmeckt okay. Ja. Schwierig. Ja, naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Schreibt uns gerne nach wie vor weiter mal Sachen, bei denen wir bestellen. Außer Inder. Inder bestelle ich nicht beim Schlechtesten, weil das geht schief. Das geht einfach schief. Die haben halt eine Küche, die so viel mit Fleisch arbeitet für Sachen, die ich esse, dass das schief geht, wenn wir über schlecht bewerteten essen. Dann kriege ich direkt wieder Lebensmittelvergiftung. Ich weiß, das ist euer Ziel. Vielleicht habe ich das jetzt auch, weil ich so viel rohen Teig gefressen habe, der hier rumliegt. Aber ja, sorry. Dankeschön, liebe Liefer... Vielleicht hast du ja Bock auf das Hackfleisch hier. Das wird. Ja, ja. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und rein. Ciao, bye. Oh Gott. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.